Ja, hallo YouTube. Ja, das soll eigentlich so eine Art, ja, Videoantwort werden für den Arthur Brehm. Der hat seine neue Notfallkapsel vorgestellt. Ja, ich bin nicht ganz fit. Wie war das? 39 Fieber, aber ist egal. Und natürlich wieder ein Frosch im Hals, aber das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Ja, der hat so eine Art, ja, EDC-Karabiner. Ja, sowas habe ich auch. Ich stelle den jetzt mal noch mal vor als Alleinigen. Ja, bei mir sieht das nur ein bisschen mehr aus. Das ist auch eine ganze Menge. Da hängt auch alles dran. Also das ist schon wunderbar. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Ja, der hat Notfallkapseln vorgestellt. Ja, ich habe auch so ein paar Dinger. Ich hole die hier mal runter. Erstmal aufdrehen hier den Hauptkarabiner und dann holen wir mal ein paar runter. Also das sind schon mal drei von den Notfallkapseln. Hier ist noch eine dran. Ja, was ich sonst noch alles mit rumschleppe ist, ja, so ein kleiner Ständer, da wo ich das Smartphone reinpacken kann, ist gar nicht mal so schlecht. Kann man vernünftig sein Smartphone hinstellen, wenn man irgendwie Video guckt oder sonstiges. Ist noch aus Nokia-Zeiten. Ja, USB-Stick, Feuer, habe ich mir eine Schnur hinten eingeklebt. Ja, und mein Wenger Nail-Clip. Ja, seitdem. Also jede Farbe hat eine Bedeutung. Silber, das ist halt der Grund, Arthur. Wasserdicht, da kann man eine ganze Menge mitmachen. Ja, der Arthur hat das ja gezeigt. Mit Geld, ja, Geld habe ich keins, mein Drucker ist kaputt. Deswegen mache ich das nicht mit Geld. Ja, in meinem ersten ist Süßstoff drin. Silber. Dann habe ich Pfeffer. Der Vorteil ist halt wirklich, die Dinger sind wasserdicht. Wenn der Arthur meine Preise hört von meinen Notfallkapseln, da fragt er sich wahrscheinlich, boah, habe ich viel Geld bezahlt? Ja, hier ist Salz drin. Ich habe so ein Ding von, ich habe so einen kleinen Streuer von Tupper, aber der ging immer auf. Das fand ich doof. Und so ist es auch okay. Man muss halt nur ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, und hier habe ich zwei Päckchen Chili-Pulver drin. Das Chili wollte ich da nicht so rein tun. So viel Chili braucht man dann noch nicht. Deswegen ist ganz gut, weil das sind auch verschiedene Größen, wie man sieht. Also ich habe es in zwei Größen. Machen wir das mal so. Moment. Kann man besser sehen. Das ist ein schwarzer und das ist halt ein goldener. Und hier sind dann so eine ganze Ecke kürzer. Ja, und wofür man so ein Ding noch gebrauchen kann, das kann ich euch sogar zeigen. Ich habe so ein Ding um den Hals hängen. Viele kennen ja die SOS-Medaillons, wo man ja Adresse, Notfallmaßnahmen reinschreibt. Ja, meine Notfallmaßnahmen sind ein bisschen länger. Ist leider so. Und ich mache aus dem Bild. Das ist das, was ich um den Hals trage. Meine Ringe, die passen im Moment nicht so gut. Ja, und ich bin hingegangen und habe mir die silberne, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, von oben nach unten oder von unten nach oben, SOS eingefräst. Und das ist natürlich wirklich, wenn dann was ist, da passt ein richtiger Zettel rein, wie man sieht. Ja, mein Zettel ist ein bisschen größer. Deswegen also rate ich jedem, der regelmäßig Medikamente nimmt oder auf Sofortmaßnahmen angewiesen ist bei einem Unfall, die man nicht mal eben wissen kann. Also entweder Medaillon oder halt sowas. Ich habe mir also eine umgefräst, die hat überhaupt kein Gewicht und ist auch noch eine gute Größe, weil, also wenn ich da Medikamente rein tue, dafür sind die eigentlich gedacht als Pillenbox. Sorry, meine kleine Pillenbox.
ist eine alte Zigarillodose von Dannemann. Und da sind ein paar mehr drin. Ja, also Dolomo, Buscopan, Halsschmerztabletten, Tomaperin, Ibuprofen habe ich auch. Ibuprofenkapseln, halt so, was ich noch brauche. Ja, und womit das gesichert ist, ganz einfach, ein kleines Stück von einem Gummischlauch von einem Fahrrad. Ja, das sind meine, das ist sozusagen mein Karabiner EDC. Ist ein bisschen mehr. Ach so, ja, ich habe bezahlt für 5 Stück 2 Euro. Ich habe zwar 4 Wochen drauf warten müssen, aber ganz ehrlich, die Dinger werden überhaupt nicht in Deutschland hergestellt. Ich wüsste keinen, der die hier herstellt, weil ich habe ganz klar gesehen, auch auf ausländischen Seiten, natürlich auch auf chinesischen, dass die Dinger konsequent woanders auch von der Maschine laufen und dann wirklich 5 Euro teilweise für so eine Pillenbox zu verlangen, wo man für 2 Euro 5 Stück kriegt, auf Worldwide Shipping, da bin ich dann nicht mehr bereit. Auch nicht mehr über einen deutschen Importeur, also da sehe ich dann nicht mehr ein. Aber ich sag mal so, jetzt habt ihr mal ein bisschen Ideen, was man da alles tun kann. Es gibt auch hier verschiedene Größen, finde ich gar nicht schlecht, und die sind absolut wasserdicht. Wirklich Süßstoff, Salz, Pfeffer, Chili. Also alles, was man braucht, habe ich gerade nicht gebraucht. Meine Frau hat lecker gekocht. Gab Kotelett, Knödel und Rotkohl. Wenn ich euch jetzt Hunger gemacht habe, habt ihr Pech gehabt. Auf jeden Fall war es lecker. Ja, Arthur, das wollte ich dir nur zeigen oder auch allen anderen. Das habe ich so zusätzlich noch. Vom Schlüsselbund reden wir nicht und vom EDC-Packet besser auch nicht. Weil sonst fragt man mich demnächst, ob ich mit dem Reisekoffer unterwegs bin. Ja, ich sag mal, vielen Dank fürs Zuhören. Und so wie immer, Servus Dito, euer Freeman.